Herzlich willkommen am sommerlichen Fluss. Wir haben wirklich heute richtig, richtig hohe Temperaturen von deutlich über 30 Grad. In der Mittagssonne waren es heute 34 Grad und jetzt am frühen Abend sind es immer noch knackige 31. Ich habe mich bewaffnet mit einer kleinen Taucherbrille, meine Badehose habe ich dabei. Ich gehe mich jetzt erstmal hier abkühlen im langsam fließenden Fluss, tauche ein bisschen, gucke mir mal die Bodenstruktur an und dann weiß ich auch, wie ich später genau meine Routen hier, meine Köder präsentieren muss. Auf geht's in den Fluss. Boah, das war wirklich erfrischend. So ein Bad im sommerlichen Fluss, das ist eine richtig coole Sache. Möchte dabei aber auch direkt am Anfang vom Film sagen, es geht natürlich nur da, wo es auch verhältnismäßig sicher ist. Wir haben hier Fließgeschwindigkeiten aktuell von ungefähr 5 bis 10 cm pro Sekunde. Und das ist nicht nur zum Schwimmen cool, das ist auch zum Angeln ziemlich cool, weil ich dann dementsprechend eben mit wenig Strömung zu kämpfen habe und auch mit relativ wenig Treibgut im Sommer. Ja, was habe ich unter Wasser jetzt eigentlich entdeckt? Zum einen habe ich ein paar Steine umgedreht und habe mal geschaut, was ist da eigentlich an Nahrung drunter. Das hat mich hier auch schon interessiert an der Stelle. Wir haben Köcherfliegenlarven, oder ich habe jetzt Köcherfliegenlarven hier entdeckt. Verschiedene Arten von Köcherfliegenlarven. Unten am Boden mit der Brille hat man gesehen, wenn man einen Stein umgedreht hat, sind Bachflohkrebse in größeren Mengen weggeschwommen. Und was unten am Boden auch waren außerdem verschiedene Muschelarten und in dem Kraut. Das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Direkt hier vorne vom Ufer ist ein großes Krautpolster. In dem Krautpolster sitzen Schnecken drin. Super Bedingungen, ideal für Karpfen, auch für andere große Friedfische. Nahrung scheint es hier reichlich zu geben. Und ich gehe davon aus, dass wir hier den einen oder anderen Fisch fangen können. Ja, ich habe auf dem Deeper jetzt quasi genau das Gleiche gesehen, was ich vorher auch schon beim Tauchen entdecken konnte, aber mehr. Frage ist, ne, wenn ich schon tauchen gehe und gucke mir das Ganze da unter Wasser an, warum benutze ich da noch einen Deeper? Beim Tauchen habe ich vor allen Dingen die Möglichkeit, mir unter Wasser anzugucken, ja, wie groß sind die Steine beispielsweise, die da unten liegen. Ich kann das Sediment mir genau ansehen. Ich kann gucken, welche Kleintiere leben dort, also aus Fischfutter. Was ich mit dem Deeper machen kann, ist was anderes. Da kann ich nämlich 50 Meter den Strom aufwerfen und lass den Deeper dann quasi an mir vorbei 50 Meter runtertreiben und nochmal 50 Meter. Das scanne ich dann 100 Meter relativ einfach ab. Das geht eben im Fluss bei langsamer Strömung super, weil der Deeper eigenständig treibt und ich habe den Monitor in der Hand und kann eben dann einfach gucken, was passiert. Und was ich gesehen habe zum Beispiel, ist eine richtig schöne Kante, die runtergeht. Von 1,60 Meter eine Bodenwelle, die dann auf 1,30 Meter quasi läuft. Und das ist eben so oft ganz typisch so in diesen Flüssen, in denen ich angel, dass man auf einmal so eine Kante hat, da fällt es mal ein bisschen tiefer runter, dann ist der Fluss ein bisschen tiefer, dann geht es mal wieder hoch. Das liegt einfach am Sediment, am vorherrschenden Sediment, dass da mal ein bisschen mehr ausgespült ist wie woanders. Das sind aber Punkte, da angel ich dann sehr gerne. Das sind vor allen Dingen auch Marker unter Wasser, die Fische kennen und die Fische auch immer wieder anschwimmen. Und das kann man mit dem Deeper wirklich unglaublich gut an so kleineren Flüssen mit langsamer Strömung herausfinden und da kann man den Gewässerverlauf super schnell mit scannen. Zack, hier habe ich Stopper mit so breiten Flügeln, das sind Pellet-Stops. Die sind super geeignet dafür, um den Pellet gut auf dem Haar zum Halten zu bekommen. Ganz normal einziehen und dann liegt er hier auf den Flügeln auf. Die gibt es sogar noch größer auch. Das ist ein guter Stopper zum Angeln Pellet, kann ich sehr empfehlen. So, das ist meine Montage zum Flussangeln. Wirklich simpel aufgebaut, aber hochgradig effektiv.
Beim Flussangeln bin ich kein Fan davon, wahnsinnig komplizierte Montagen zu verwenden. Unten hängt jetzt der Köder dran, in dem Fall der Pellet. Meine Boilie-Montage wird aber exakt genauso aussehen. Dann habe ich einen ARC-Haken in der Größe 4. Der ist leicht gebogen. Da habe ich unten das Haar mit einer Gummiperle im Hakenschenkel fixiert und ein Vorfahrmaterial genommen mit einer ganz weichen Ummantelung. Das habe ich auch durchgebunden. Nur vom Haar habe ich es abgezogen, dass der Köder sich halt gut bewegen kann. Und zwar deswegen, wenn ich es so halte, sieht man schon, das Vorfahrmaterial tritt dann hier unten aus. Wenn ich es locker lasse, sieht man, dass es ein bisschen aggressiver gestellt ist, so im Winkel von ungefähr 15 Grad. Das ahmt so ein ganz klein wenig so ein Kicker nach, so ein Line-Aligner im Endeffekt. Und das funktioniert unheimlich gut. Simple Montage für den Fluss. Fange ich seit 20 Jahren Fische mit und die wird auch in 20 Jahren noch am Fluss gut funktionieren. Kann man so machen. Das Gerät, was man zum Flussangeln braucht, ist wirklich einfach. Man muss auf ein paar Sachen achten. Ganz wichtig sind natürlich solide Rollen. Da verlasse ich mich gerne auf Rollen von Penn. Penn-Rollen sind einfach super solide gebaut. Ich habe jetzt hier in dem Fall die Penn Affinity 3. Gut ist aber auch zum Beispiel die Penn Affinity 2 als Carbon Custom. Das ist eine Rolle, die gibt es in ein bisschen kleineren Größen. Und was ich dann noch habe, sind lange Ruten, straffe Ruten mit einer Länge von 12 Fuß. Ich angel unglaublich gerne 10 Fuß Ruten, bin ich totaler Fan von. Aber im Fluss ist es einfach nicht das richtige Gerät. Und da setze ich auf die 12 Fuß Ruten, auch wenn sie ein bisschen kopflastiger sind. Ich habe jetzt hier welche dabei von Grace. Das sind Ruten mit 3,25 Pfund Testkurve. Die sind also relativ straff, aber nicht knüppelhart, sodass ich ja auf der einen Seite den Flussfischen, den kraftvollen Karpfen hier im Fluss Paroli bieten kann, aber trotzdem auch noch einen Drillspaß habe. Wichtig ist beim Angeln im Fluss, monophile Schnur einzusetzen. Gerade wenn es Treibgut runterkommt, auch im Frühling, der Blütenstaub zum Beispiel da ist, da ist Geflecht immer eine ganz, ganz schlechte Wahl, weil Geflecht unheimlich viel Treibgut einsammelt. Ihr seht, ich habe hier eine Mono drauf und zwar zwei unterschiedliche Farben. Ich habe unten drunter eine 040er Mono und oben drauf eine Schlagschnur in 0,55 mm. Schlagschnüre sind im Fluss meines Erachtens ein Muss. Oder man angelt gleich eine fette Schnur, eine dicke 0,55er durch, weil ich im Fluss einfach die Steine habe. Die Fische, die gehen oft mit dem Kopf zuerst runter. Man hakt auch mal eine Barbe, auch die gehen nach unten mit dem Kopf und dann reißen die dünnen Schnüre an den Steinen eben schon mal schneller durch. Meine Bleie sind schwere Bleie. Ich angel gerne mit dem Safety Clip, gerade da, wo ich in der Flussmitte werfen muss, weil der Safety Clip den Vorteil hat, dass der Fisch beim Biss eben auch den Wirbel aus dem Clip rausziehen kann. Das finde ich immer ganz wichtig. Und das Blei dann nicht unbedingt über den Gewässerboden mitschleifen. Das bleibt irgendwo hängen. Deswegen benutze ich gerne Safety Clips. Und ihr seht an der Form, das sind klassische Flussbleie, flache Bleie, jetzt hier mit 170 Gramm, die ich bei der Strömung einsetze. Ich setze aber auch, wenn es sein muss, schwerere Bleie ein, 220 Gramm, 280 Gramm. Das mache ich von der Strömung abhängig. Und damit klappt es im Fluss gut. Es ist ein einfaches Setup, aber durchaus ein Setup, was für den Fluss perfekt zusammengestellt ist. Was ist denn eigentlich so die beste Angelzeit, also in einem Tag am Fluss zu angeln? Das ist sehr unterschiedlich. Ich kenne Flüsse, in denen fängt man auch tagsüber sehr gut. Vor allen Dingen dann aber im Frühling und gegen Herbst. Ich kenne auch Flüsse, da funktioniert das gar nicht. Da fressen die Fische kontinuierlich nur nachts. Im Hochsommer, in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo es richtig brutal warm ist, habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die beste Zeit zum Angeln vor allen Dingen so die späten Abendstunden sind, wenn die Sonne gerade so untergeht, untergegangen ist und es dann so dunkel wird. Das ist dann oft sehr gut, so zwischen 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr und dann eben auch so die richtige Hauptphase in der Nacht, 2 Uhr, 3 Uhr. Das ist schon wirklich gut, das zieht sich dann bis in den frühen Morgen rein.
Und mit anderen Worten, eigentlich ist so die dunkle Zeit des Tages mitten im Hochsommer die beste Zeit, um am Flüssen zu angeln. Ich mache es ganz oft so, dass ich wirklich erst spät ankomme, manchmal erst kurz vor Sonnenuntergang, dann meine Ruten auswerfe, die Nacht angel und morgens dann so mit dem ersten Licht wach werde, einen Kaffee trinke und dann ja, nach Hause fahre und habe dann in der Nacht ein, zwei Fische gefangen. Das ist wirklich so die produktivste Angelzeit, in der ihr an Flüssen wirklich Fische fangen könnt. Die Frage ist, warum habe ich mich jetzt im Hochsommer hier bei den krassen Temperaturen dazu entschieden, im Fluss zu angeln? In vielen Seen ist es eben so, dass die Sauerstoffsättigung momentan extrem niedrig sind. Dazu muss man sagen, dass je kälter das Wasser ist, je mehr kann das Wasser an Sauerstoff lösen. Je wärmer es ist, je weniger kann es lösen. Wir haben in vielen Seen momentan Oberflächentemperaturen von 25, 26 Grad. Und die sind auch in tiefere Bereiche, wenn man runtertaucht, wirklich sehr, sehr warm. Die Fische sind lethargisch, nehmen nicht mehr so viel Nahrung auf. Und im Fließgewässer ist es eben anders. Im Fließgewässer ist es immer ein bisschen kühler. Die Fische sind in Bewegung, weil das Wasser natürlich auch fließend ist. Die müssen sich bewegen. Und das ist der Grund, warum ich in diesen heißen Phasen im Sommer sehr, sehr gerne in Fließgewässern angel. Ich habe sogar die Erfahrung gemacht und würde so weit gehen, das zu sagen, dass der Hochsommer und gerade so auch der eher so die zweite Hälfte vom Sommer eine unglaublich gute Zeit für die Flüsse ist. Ich habe sehr, sehr gut gefangen zu genau dieser Jahreszeit in den letzten Jahren, da spreche ich dann in den letzten 10 bis 15 Jahre. Und wenn man am Fluss angeln will und vielleicht auch sich das Flussangeln sich so gerade rantastet, das erste Mal oder das zweite, dritte Mal am Fluss ist, so das Flussangeln kennenlernen will ein bisschen, dann kann ich die Phase so im späten Sommer, im August, Anfang September unheimlich empfehlen, weil die Fische dann wirklich aktiv sind und man dann ja, so einen Fluss gut kennenlernen kann und den einen oder anderen Fisch auch fangen kann. Wie sehen eigentlich die Angelstellen am Fluss aus, für die ich mich im Sommer entscheide? Nun, so Flüsse haben ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wo man angeln kann. Ich kann erstmal natürlich entscheiden, gehe ich auf eine gerade Strecke oder gehe ich eher in eine Kurve. Bei den Kurven ist es ganz oft so, dass vor allen Dingen die Außenkurven, wo die Strömung dann reindrückt, bei dem Hochwasser tief ausgespült wird und die Innenkurven, die sind dann eben eher flach, weil da sich das Sediment ablagert. Das sind oft auch Bereiche, wo es eher ein bisschen schlammiger ist und wo mehr organisches Material liegt, vor allen Dingen in den Innenkurven. Das ist im Sommer oftmals gar nicht gut, weil dieses organische Material sich natürlich auch zersetzt, durch Bakterien beispielsweise. Es entsteht Faulschlamm dort unten und diese Faulschlämme sind genau die Schlämme, die eben dann auch bei der Umsetzung Sauerstoff zehren. In Fließgewässern, wenn Fließgewässer im Sommer auch mit Sauerstoffproblemen zu kämpfen haben, sind es immer die Bereiche oder ganz, ganz oft die Bereiche vor Wehranlagen, vor Stauanlagen, die schon so seetypisch, Seecharakter haben, wo sich Faulschlämme ablagern, wo als erstes dann ja, der ein oder andere Fisch an Sauerstoffmangel leidet und dann eben auch stirbt, wo die Fische dann hochkommen. Das kennt man aus jedem Sommer. Deswegen entscheide ich mich eben genau nicht für diese Abschnitte, sondern ich gehe auf die geraden, langen Abschnitte, auf der wirklich die meiste Strömung noch drauf ist. Ich habe mich hier bewusst für einen Abschnitt entschieden, der relativ flach ist. Wir haben 400-500 Meter oberhalb von hier Rauschen, die nur 80-90 Zentimeter tief sind. Da sprudelt das Wasser quasi drüber. Dadurch kommt Sauerstoff ins Wasser auch wieder rein. Das Sediment, was hier vorherrscht. Ihr habt es gesehen an dem dicken Stein, den ich hochgeholt habe. So sieht es hier unten überall aus. Hier sind überall dicke Steine, Kies oder Kiesbrocken und wir haben halt keinen Faulschlamm hier. Außerdem gibt es ein Stück weiter oberhalb, aber auch unterhalb ziemlich große Polster von Wasserpflanzen, also wirklich Wasserpest, die da wächst. Die produziert natürlich auch noch ein bisschen Sauerstoff, ist aber in dem Fall gar nicht so wichtig für mich, sondern eher finde ich es wichtiger, dass die Fische hier auch die Möglichkeit in direkter Nähe haben, sich mal in die Wasserpflanzen reinzustellen. Wasserpflanzen bieten nicht nur Nahrung in Form von Schnecken und anderen Organismen, sondern eben auch eine ganz wichtige Schutzfunktion, wo die Fische mal in Ruhe drunter stehen können und dann aus den Polstern rausschwimmen, dann wieder auf Nahrungssuche gehen und da wieder einstellen auch. Und von daher ist der Bereich hier wirklich ideal gewählt. Ich bin gespannt, wie es jetzt heute Nacht läuft. Bin guter Hoffnung, dass wir den einen oder anderen Fisch fangen können.
Ich möchte ja heute Nacht beim Angeln gerne was ausprobieren. Ich möchte zwei Köder gegeneinander angeln, und zwar einmal ein Boilie gegen Pellet. Hier sind die Köder, so sehen sie aus. Ich habe mich jetzt hier einmal für ein Fischmehl-Boilie entschieden und einmal für ein Fischmehl-Pellet. Beides also Fisch. Ihr seht schon, mit Fisch angle ich gerne am Fluss. Und beide haben Vorteile, beide haben Nachteile. Klarer Vorteil vom Boilie: ein Boilie hält besser am Haken. Den kann ich die ganze Nacht durchangeln. Wenn ich zu viel Krebs habe, nehme ich ein Haktuckbait, dann bin ich ziemlich auf der sicheren Seite. Damit funktioniert das. Der Nachteil beim Boilie ist, der ist nicht ganz so aktiv wie ein Fischpellet. Ein Fischpellet löst sich unter Wasser, die obere Schicht immer ab, gibt viel Öle ab, lockt die Fische ziemlich schnell zum Hakenköder hin, und ich kann mit dem Fischpellet wirklich sehr, sehr gut Fische anlocken. Der Nachteil ist eben, dass der unter Wasser schnell kleiner wird, gerade bei hohen Temperaturen. Ich habe aber einen kleinen Trick, und wie der Trick aussieht, den zeige ich dir jetzt. Ich kenne tatsächlich keinen Fluss in Gesamteuropa, das habe ich schon in verschiedenen Videos gesagt, in denen Fischpellets nicht funktionieren. Gerade in Fließgewässern sind Pellets meines Erachtens nach extrem gute Köder. Aber die kleinen Stinker, die lösen sich halt schnell auf. Also muss ich einen Trick anwenden. Und so sieht mein Trick aus. Ich verwende dafür entweder so ein Quayskin, also quasi einen Riesenschrumpfschlauch, in den ich den Köder dann reinpacke und einschrumpfe. In dem Fall ist es jetzt hier das Superwrap. Das funktioniert ganz gut, hat aber auch einen kleinen Nachteil. Der Vorteil von Superwrap ist, wenn ich ihn einschrumpfe, er hält wirklich richtig, richtig gut. Ich kann hier die ganze Nacht durchangeln. Ich habe immer Köder am Haken. Der Nachteil ist, irgendwann ist er so stark gepresst, der quillt unter Wasser quasi auf. Der Superwrap hält es zusammen, dass wenig Inhaltsstoffe austreten. Dafür habe ich einen uralten Trick, und das ist dieser hier. Einfache Damenstrumpfhose, in den ich den Pellet reingebe. Das mache ich jetzt mal. Kann man einfach rein plumpsen lassen. Das ist ein Trick, das erzähle ich mal nebenbei. Den habe ich angewandt, da gab es noch keinen Schrumpfschlauch für Boilies oder für Pellets. Das ist schon 20 Jahre her. Da haben wir die ersten Pellets aus Holland importiert quasi, mit dem Auto rübergefahren, haben die geholt, weil es auf dem deutschen Angelmarkt keine Pellets gab, und haben damit super erfolgreich am Fluss geangelt und haben uns da auch ein bisschen beholfen und haben da auf die Idee mit der Damenstrumpfhose gekommen. Also einfach reinpacken, zuknoten, jetzt ist der hier unten drin, und dann unten abschneiden. Zack. Die Damenstrumpfhose hat den Vorteil, dass sie eben elastisch ist. Das ist eben ein Wrap nicht. Hat den Nachteil allerdings auch, dass Krebse oder Kleinfische da auch schon mal Löcher reinmachen und die auch schon mal kaputt kriegen. Es ist nicht so sicher wie so ein Riesenschrumpfschlauch. Aber dadurch, dass sie elastisch ist, kann der Pellet eben unter Wasser, wenn er quillt, auseinandergehen auch. Und die Inhaltsstoffe werden freigegeben. Manchmal hat man dann nur noch, quasi wie so ein Teig hier unten drin, der aber trotzdem hier drin bleibt. Und ich kann euch versichern, es ist völlig egal. Die Fische saugen das ein. Es ist auch von der Oberfläche sehr, sehr weich. Die saugen das ein, auch wenn es eine ganz weiche Masse ist. Und man kriegt zuverlässig den Biss. Und so angel ich heute Nacht, wenn ich schlafe. Vorher, solange ich wach bin, angel ich den Pellet. Das ist immer das Allerbeste. Einfach pur, und wechsel den dann vorm Schlafengehen nochmal in dieser Variante. So, die Sonne geht langsam unter. Wir gehen in die Nacht. Ich bin echt gespannt, was hier am Fluss jetzt passieren wird. Was ich mir schon rausgeholt habe, ist meine Kopflampe. Ein cooles Tool. Direkt am Fluss braucht man definitiv. Das Schöne am Fluss ist ja, ich kann meine Ruten werfen. Ich brauche kein Boot. Aber ich muss eben auch genau sehen, wohin ich werfe. Und dafür benutze ich starke Kopflampen. In dem Fall ist es jetzt hier eine Lenser MH8. Die hat ordentlich Power, 600 Lumen, damit kann ich bis in die Flussmitte und weiter leuchten. Und das ist perfekt für die Angelei in der Nacht. Jetzt geht's los. Guck dir das mal an. Hier ist eine Maus dran am Kescher noch. Gerade ein Fisch gekeschert. Da muss eine Maus am Keschernetz gewesen sein. Die haben wir jetzt gerade mit gebadet. Mega gut. Guckt euch das an. Es hat funktioniert. Der erste Karpfen
ist im Kescher, jetzt auf der Abhackmatte. Kein Riese, aber das ist eben die Flussangelei auch. Man weiß da nie ganz genau, was kommt. Viele Flussfische sind eben oft ein bisschen kleiner, aber dafür mega kampfstark. Es hat richtig Bock gemacht, das ist ein richtig toller Fisch. Ein Schuppmann aus dem Fluss, das hat funktioniert. Ja, so kann es gern weitergehen, mega gut. Hier ist er, ich habe das Grinsen im Gesicht, man sieht es mir glaube ich an, ich freue mich wirklich. Richtig, das ist ein cooler Fisch. Der zweite Fisch die Nacht und das ist keine Selbstverständlichkeit am Fluss. Die Flussfische sind Nomaden, die kommen nicht immer über die Futterplätze. Auch wenn man gut gefüttert hat, sind sie mal da und mal eben nicht. Und heute scheint alles, ja, heute scheint einfach alles gut einander zu passen. Das ist gut, tolle Nacht. Mitten im Sommer, auch wenn wir uns, oder wenn ich mir jetzt schon eine Jacke drüber gezogen habe, ist es ein bisschen frischer geworden, aber es ist trotzdem mega geiles Sommerangeln. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin schon ein paar Minuten wach, schon mal an den Routen geguckt, einen Kaffee gekocht. Das ist immer eine tolle Sache morgens. Ein Kaffee am Fluss, wenn alles noch ja, gerade so erwacht. Das ist immer eine Zeit, die ich sehr genieße. Und ja, ich bin ein bisschen müde, aber sehr, sehr zufrieden mit dem, was hier die Nacht passiert ist. Das ist echt gut gelaufen. Zwei Fische gefangen, für dreimal im Fluss vorgefüttert und dann direkt eine Nacht drauf geangelt und die Fische waren sofort da. Bin ich damit definitiv sehr zufrieden. Von den Fischgrößen, ja, das ist halt so im Fluss, ne? Da hat man oft einen bunten Bestand an manchmal richtig großen, alten Flussschuppis, aber eben auch eine ganze Reihe von Fischen, die halt so im mittleren, mittelgroßen Bereich sind, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, 10 Kilo, 12, 13, 14 Kilo, aber eben auch immer mal wieder kleine Fische. Und ich finde das unheimlich gut, wenn ich im Fluss auch mal kleine Fische fange, weil ich weiß, dass hier in diesem Flussabschnitt und auch in den oberen und unteren nicht oder wirklich nur sehr, sehr sporadisch und wenig besetzt wird. Und diese kleineren Fische, die geben mir immer so ein Stück weit auch dann so die Hoffnung, dass die Fische, wenn die abgeleicht haben, dann eben auch abwachsen und dann auch groß werden und wir hier auf natürlicher Weise eben auch Nachwuchs bekommen. Und das ist natürlich so langfristig gesehen einfach eine coole Sache. Das war eine coole Session hier und ich werde jetzt meinen Kaffee weiter genießen, dann in Ruhe einpacken und nach Hause fahren. Wenn dir der Film gefallen hat, wenn du denkst, dass dir die Informationen weiterhelfen bei deiner Angelei, dann würde ich mich über ein kleines Dankeschön von dir freuen, indem du mir vielleicht einen netten Kommentar dalässt, mir einfach mal unten drunter schreibst, was dir gefallen hat, was du dir in einem nächsten Flussfilm vielleicht auch wünschen würdest, worüber ich sprechen soll, was ich zeigen soll und natürlich nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Bis bald, alles Gute und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Video. We'll be right back.